Ich habe bis jetzt über 25 Stunden Need for Speed Unbound gezockt, deswegen gibt's heute ein Fazit mit allen positiven und negativen Sachen zum Game und ob sich es lohnt, das Spiel zu holen. Was wir uns zuallererst mal anschauen müssen, ist das Gameplay des Games. Wie wahrscheinlich schon einige von euch wissen, gibt's das Game nur für die Next-Gen-Konsolen und für PC. Das heißt, dass Leute, die nur eine PS4 oder eine Xbox One besitzen, das Spiel leider nicht spielen können. Dafür konnte die Grafik aber im Vergleich zum Vorgänger Need for Speed Heat deutlich verbessert werden. Egal ob am Tag oder in der Nacht, die Grafik sieht einfach top aus, aber war auch nicht anders zu erwarten und kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Was aber auf jeden Fall etwas gewöhnungsbedürftiger ist, ist das Handling-Verhalten in Need for Speed Unbound. Das Handling an sich ist natürlich wieder sehr arkadig und im Vergleich zu Need for Speed Heat auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Jedoch sind die Standardeinstellungen, wenn man das Spiel startet, auf jeden Fall nicht so geil. Man hat aber die Möglichkeit, das Handling so anzupassen, wie es einem gefällt. Das heißt, man kann eher komplett auf Grip gehen oder man kann darauf gehen, dass der Wagen in der Kurve mehr driftet, wie es zum Beispiel Need for Speed Hot Pursuit 2010 und anderen Need for Speed Teilen von Criterion war. Ich persönlich würde euch empfehlen, eher auf das Grip-Tuning zu gehen, das fühlt sich auf jeden Fall deutlich besser an. Durch das Verändern der Einstellung hat sich das Gameplay auf jeden Fall deutlich verbessert und hat mir dann auch viel mehr Spaß gemacht, weil vorher war es echt teilweise sehr kritisch. Das Driften wurde im Vergleich zu Need for Speed Heat auf jeden Fall auch nochmal deutlich verbessert, ist aber natürlich, wenn man das mit Forza Horizon 5 vergleicht, nicht auf dem Level und dadurch, dass man seinen Wagen auch relativ gut individuell anpassen kann, je nachdem wie stark er driften soll und so weiter, kann man auf jeden Fall gute Tunings für seinen Wagen erstellen. Wer sich aber so ein Handling-Verhalten wie in Forza Horizon wünscht, ist hier falsch. Man kann zwar mit den Einstellungen und wie gesagt das ein bisschen verbessern, aber ist immer noch sehr, sehr arkadig. Dazu muss man aber sagen, wenn man das Spiel mit dem Vorgänger Need for Speed Heat vergleicht, sind auf jeden Fall schon einige Verbesserungen zu merken. Das Spiel fühlt sich wie ein würdiger Nachfolger an, man merkt auf jeden Fall, dass noch viele Sachen von Need for Speed Heat übernommen wurden, aber das Spiel hat auch trotzdem seinen eigenen Style. Hier gehen die Meinungen echt sehr weit auseinander, einige feiern diesen neuen Style und einige mögen das überhaupt nicht. Bevor ich das Spiel selber gespielt habe, fand ich das auch überhaupt nicht geil, aber man hat zumindest die Möglichkeit, die Effekte so gering wie möglich zu machen, dass man es während man zockt eigentlich relativ wenig merkt. Nichtsdestotrotz kann man das Ganze nicht komplett ausstellen und das dürfte wahrscheinlich für einige Leute ein Faktor sein, das Spiel sich nicht zu holen. Was ich dazu aber sagen kann, ist, dass man das auf jeden Fall während des Spiels deutlich weniger merkt, als es eigentlich gedacht war und somit macht das nicht so einen großen Effekt, besonders wenn man die Effekte so gering wie möglich einstellt. Das Tuning-System hat sehr viel Ähnlichkeit zu Need for Speed Heat. Man hat wieder die Möglichkeit, gewisse Motorswap zu machen und dann die einzelnen Teile zu upgraden. Das sieht quasi genauso aus wie Need for Speed Heat, nur dass bei manchen Autos manche Motorswaps nicht mehr zur Verfügung sind und bei anderen Autos sind mehr als beim Vorgänger verfügbar. Zum Beispiel gibt es jetzt sehr, sehr viele coole Bodykits, die sich auch sehr viele Leute gewünscht haben. Man hat die Möglichkeit, auch Autos mit einem Bodykit immer noch zu bearbeiten, teilweise Frontstoßstange, Heckstoßstange zu entfernen und man hat natürlich auch die Möglichkeit, das Handling jedes Auto speziell zu tunen und anzupassen, so bis es einem gefällt. Was aber bis jetzt wirklich sehr, sehr gut ist, ist die Map. Das ist meiner Meinung nach einer der besten Maps, die es bisher in einem Need for Speed gab. Oder wenn man das zum Beispiel mit anderen Maps wie in Forza Horizon vergleicht, ist die Map wirklich um Welten besser. Die ganze Map hat eine solide Größe, hat ein richtig geiles Stadtgebiet, wo auch teilweise Menschen rumlaufen, was das Ganze noch was lebendiger macht. Dazu gibt es alle möglichen Gebiete, es gibt ein Industriegebiet, es gibt Gebiete, wo mehr Wald ist, dann gibt es Stellen, wo man super bergab runterdriften kann und natürlich ein gutes Autobahnsystem, wo man auch mal richtig Vollgas geben kann. Eine weitere Sache, die aber wirklich sehr wichtig zu wissen ist, ist, dass es bei dem Spiel ein Offline- und ein Online-Modus gibt. Zuallererst gehen wir hier mal auf den Offline-Modus ein. Hier fangen wir mit einer ganz normalen Story an. Aus Spoilergründen werde ich jetzt natürlich nicht zu viel von der Story verraten, jedoch ist es so, dass wir während der Story 4 Wochen haben, wo wir jeden Tag gewisse Missionen abschließen können und uns am Ende jeder Woche für einen Qualifier qualifizieren müssen und am Ende der 4. Woche müssen wir das finale Rennen fahren. Und zuallererst denkt man sich, 4 Wochen ist vielleicht etwas kurz, das war dann nur die Story, aber insgesamt muss man sagen, dass die Spielzeit für die gesamte Story doch relativ hoch ist. Ich habe jetzt wie gesagt so 25 Stunden gespielt und bin jetzt fast fertig mit der Story, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die Story in 12 Stunden durch haben. Das liegt daran, dass man sich selbst einteilen kann, wie viel Rennen man pro Tag fahren will und dann natürlich die Story viel schneller durchspielen kann, wenn man will. Aber wenn man sie relativ normal durchspielt, sollten so 20 bis 30 Stunden schon mindestens drin sein. Was mir außerdem sehr gut gefallen hat, ist der Schwierigkeitsgrad des Games. Man hat die Möglichkeit, zwischen 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden auszuwählen und man muss dazu wirklich sagen, dass die Schwierigkeitsgrade wirklich gut gewählt sind, wo auch wirklich teilweise sehr gute Spieler Schwierigkeiten haben, immer Erster zu werden oder von den Cops wegzukommen. Dazu ist es auch noch so, dass die Cops, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad man wählt, auch deutlich leichter oder schwerer sind und da hat wirklich jeder die Möglichkeit, auf seinem Skill-Level die richtige Schwierigkeit zu finden und später die natürlich auch noch anzupassen. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wie gut oder schlecht die Cops sind. Im Vergleich aber zu Need for Speed Heat muss man sagen, dass die Cops in den ersten paar Stufen, so bis Heat-Stufe 3, 4, auf jeden Fall deutlich einfacher sind und man kann sie meistens sogar relativ einfach loswerden, indem man einfach davon fährt. Ab Heat-Stufe 4 und 5 wird es aber schon mal deutlich schwierig und besonders wenn man den schwierigsten Schwierigkeitsgrad
gerade auswählt, hat man auf jeden Fall eine gute Herausforderung. Insgesamt wurde das ganze Heat-System auch etwas verändert. Man kriegt nämlich jetzt, je nachdem welches Rennen man fährt, immer eine feste Heat-Stufe dazu. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Rennen fährt, kann man plus 1 Heat bekommen. Dann fährt man noch ein Rennen, kriegt nochmal plus 1. Und bei manchen Rennen kommt man sogar direkt auf Heat-Stufe 5. Und das macht es dann natürlich deutlich schwieriger, wieder zurück zum Safe-House zu kommen. Insgesamt kann man sagen, dass es ein gutes Upgrade zu den Cops sind. Sie sind teilweise intelligenter, aber teilweise auch einfach komplett dumm. Und damit kommen wir nun zu meinem größten Kritikpunkt am Spiel, und das ist der Online-Modus. Denn dort ist es so, dass man momentan nur am Tag fahren kann und es auch noch keine Cops im Spiel gibt. Es wurde zwar angekündigt, dass in Zukunft noch welche hinzukommen, aber bis jetzt gibt es dort echt relativ wenig zu tun. Man hat nur die Möglichkeit, Rennen zu fahren, und das sind immer mindestens 3 Rennen hintereinander, wofür man immer ungefähr 20.000 bekommt, und das auch nur, wenn man gewinnt. Plus man muss sich alle Autos mit Missionen freischalten. Teilweise muss man dann wirklich 30, 40 Rennen in einer Klasse fahren, um bestimmte Autos freizuschalten, und jedes einzelne Auto muss man sich quasi extra erspielen, was auf jeden Fall sehr, sehr nervig ist, finde ich, besonders wenn man die Story einmal durchgespielt hat. Man kann zwar einige Autos, die man im Story-Modus freigeschaltet hat, durch gewisse Events fahren, aber seine eigenen Autos aus der Story oder das Geld wird nicht übertragen. Und das macht, wie ich finde, den Online-Modus momentan schon ziemlich kaputt, weil man halt wirklich sehr schwer an Geld kommt. Einerseits finde ich es gut, dass man sich halt Autos langsam erarbeiten muss, nur das ist auf jeden Fall ein bisschen zu lange, weil man sich halt jedes Auto einzeln kaufen muss. Motorswaps und Teile muss man sich auch jedes Mal wieder einzeln kaufen. Deswegen gibt man auch für billige Autos, die man dann voll tunen will, mindestens 500.000 bis teilweise 1 Million aus. Und wenn man halt mehrere Autos testen will, muss man halt 100 bis 200 Rennen fahren, um sich überhaupt mal ein Auto holen zu können, was auf jeden Fall viel zu viel ist. Und da sind auf jeden Fall noch in Zukunft einige Updates für den Online-Modus nötig, die auch angekündigt wurden. Nichtsdestotrotz ist das Spiel halt jetzt draußen und Leute wollen bestimmt auch jetzt online spielen, und da kann ich das wirklich nicht empfehlen, den Online-Modus zu spielen, weil es wirklich ein Grind ist, weil der halt wirklich noch unfertig ist. Insgesamt kann ich sagen, dass das Spiel auf jeden Fall ein gutes Spiel ist. Ich kann jedem empfehlen, auch der skeptisch ist, das wenigstens mal auszuprobieren, und da kann sich jeder am besten selber die Meinung machen, aber es wird auch viele geben, denen das Spiel überhaupt nicht gefallen wird.